So Leute, willkommen zurück zu Metroid Other M. Oh yeah, im letzten Mal haben wir einen Bossgegner besiegt und Adam hat uns freundlicherweise endlich mal, nachdem wir schon eine halbe Ewigkeit durch verdammte Gebiete der Hitze gemarschiert sind, erlaubt den Warrior Seal einzusetzen und der Ice Beam, rein theoretisch müsste der hier total nichts bringen, weil Eisgegner und so, versteht er Bescheid, ne? Versteht er Bescheid, genau, ihr versteht das Bescheid. Bam. Aber sie scheinen sich ja trotzdem angegriffen zu fühlen, was daran liegen könnte, dass wir sie auch angreifen. Oh Gott! Und runter. Wow. Ihr könnt auch einfach nur da unten bleiben, wo ihr seid. Kommen wir nicht wieder diese netten kleinen Hirsche oder wie auch immer. Ja, gut. Hirsch würde ich jetzt nicht vielleicht bezeichnen, aber die Viecher meinte ich. Oh Gott. Na komm, springt auf. Okay, das sind... Holy shit, was war das denn? Scheinen Gegner zu sein, die nicht auf dich draufspringen lassen. Oh Gott! Hey, Kollegen. Oh Gott, ey, wie viel haltet ihr denn aus? Hier, fresst Missiles. Ja, das geht doch. Wow. Für einen kurzen Moment war es so aus, wäre die ganze Zeit auf epischste Art und Weise meinen Raketen ausgewichen. Nicht gut. Das ist doch total böse und so. Ah, nicht das Ding. Schaffe ich das? Natürlich schaffe ich das nicht. Wäre ja auch zu schön gewesen. Naja, aber egal. Da ich ja mittlerweile sehen kann, wenn es dunkel ist. Das war ja toll, du intelligenter Fisch. Du hättest leben können, aber nein. Huch, das ist gar nicht so ein Teil. Na gut, dann nicht. Aber irgendwo hier ist so eins, das weiß ich. Oder war es doch das da? Ach so, ich war nur zu weit weg. Ich verstehe. Ich verstehe euch. Ja, siehst du, so einfach geht das. Und schon können wir da hoch. Und der nette Fisch da hat gerade in die Kamera gelächelt. Oh, das war so toll. Wo hat sich die Treppe jetzt geöffnet? Also ich sehe zwar mehr als beim letzten Mal, aber wirklich viel ist es immer noch nicht. Hey, hallo? Ah, stimmt. Ich erinnere mich. Dumpty-dumpty-dum. So. Und jetzt können wir auch hier dem netten Vieh ausweichen. Das können wir jetzt eh noch nicht killen, deswegen ganz schnell weg, bevor es uns mit seinen Elektroplasma-Kugeln genau mit diesen abballert. Oh yeah. Everything is gonna die. Au. Na, das war knapp. Schön. Dumpty-dumpty-dum. Ah. Sprich. Kollegen. Auf epische Art und Weise weiche ich aus. Nice. Schön, das habe ich noch geschafft. Ja, freundlich. Lalala, eine Brücke, die wird bestimmt nicht kaputt gehen, wenn wir da jetzt einfach drauf marschieren. Oh mein Gott, wer hat das gedacht? Ja, das wollte ich zwar nicht. Hallo, visierst du bitte das Vieh an, was irgendwie relevant ist? Nämlich den Endgegner hier. Riesenmutierter Frosch, so sieht er jedenfalls aus. Ich wollte gerade sagen, irgendwie scheinen meine Raketen irgendwie abzuprallen und ich wollte gerade noch aufgewichen sein, aber nein. Warum nur? Warum nur? Ich habe das Gefühl, ich bin nicht mehr so vorsichtig wie beim letzten. Was zum... Ja, sie rennt einfach automatisch, okay. So, erstmal das kleine Vieh abmurksen. Oh Gott, wie viel Schaden macht er? Wenn er mich trifft, ich will es gar nicht wissen, ehrlich gesagt. Jetzt brauchen wir sowieso erstmal wieder 800 Milliarden Schüsse, um den irgendwie zu schaden. Wow. Okay, das klappt doch. Aber er ist wütend. Er möchte sich nicht von uns abballern lassen, wie wir hier gerade merken. Ja, ich weiß, ich hätte jetzt ein Leisure-Dings machen können, aber ich war ein bisschen weit weg und hatte jetzt keine Lust, da dahin zu rennen. Und außerdem ist die Tür jetzt hier eh geöffnet, die wir gehen dürfen. Bitteschön. Danke.
Jetzt, wo wir eh nicht getroffen wurden und sowieso voll sind, dürfen wir wieder unsere Energiereserven auffüllen. Ach ja. Immer dieser Gewissenskonflikt. Ganz schön lange Wege, ja, und auf dem Weg werden wir ganz schön viele Monster treffen, die uns ans Leder wollen. Oder ans Metall wohl eher. Wobei, man weiß ja nicht, aus was Samus Anzug da besteht, ne? Latex. Die Viecher werde ich jetzt erstmal mal abmurksen. Die gehen wir nämlich ein bisschen auf den Zünder. Ja, nee. Visier, danke. Mein Gott, warum muss es euch auch in jeder verdammten Form geben? So, da liegt Schnee im Weg. Was machen wir da nur? Oh mein Gott, das klappt nicht. Strange. Kann es sein, dass ich gerade falsch gegangen bin? Nee, warte, hier war irgendwo ein Secret Way. Zum Beispiel da oben. Da kann man doch rein, oder nicht? Irgendwo am Anfang hier war was. Ich erinnere mich an den Raum. Ja, genau, da. So ähnlich dann. Oh Gott, Achtung. Nicht, wenn da gepustet wird. Dann werde ich ja nur rausgekotzt. Das wollen wir ja nicht. Das ist ja nicht Sinn der Sache. Ich komme nicht zurück. Verdammt. Auch hier ist alles mit Schnee zu. Naja, egal. Müssen wir ja auch nicht. Kommt jetzt schon. Ja, kommt's. Epic. Die Viecher sind voll die Ninjas. Die können voll die krassen Sachen machen und extrem nerven vor allem. Kollege. Ich will, schieß, wie wär's, wenn du triffst, Samus. Gott, hier, nimm das doch. Ihr seht schon, die gehen ein bisschen ab, die Kollegen. Ja, jetzt haben sie ihren Scheißmodus aktiviert. Jetzt sind sie nämlich unbesiegbar. Toll, ne? Ja, hau bloß ab, Kollege. Ich hau ab. Tschüss. Bevor du mich unbesiegbarkeitsmäßig einfach umbringst, kannst du dein Ding auch mal wieder ausmachen. Das wäre voll nett und so. Ach, hat das jetzt gerade ausgemacht oder habe ich es damit beendet und gerade was Neues rausgefunden über die Gegner, was ich noch nicht wusste? Na komm, du kannst dich auch mal genau von mir läschern lassen. Wow, für einen kurzen Moment kam das Slow Motion gerade echt gut. Naja. Na gut, euch kill ich jetzt lieber direkt mal mit Missiles. Scheint bei euch irgendwie effektiver zu sein. Oh Gott! Ja, hau ab. Wie wär's mal mit dieser Idee? Fände ich total großartig. Nein, 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 nein. Oh mein Gott! Wieso sterbe ich so oft? Das wird noch ein Spaß. Boah, danke. Ich dachte schon, ich muss den Typen hier nochmal machen. Der hätte ich ja voll Bock drauf. Ups, voll Bock drauf gehabt. Hier schenke ich dir. So, komm mal rüber. Dann kriegt er direkt eine Missile ins Gesicht. Seht ihr? So einfach geht das. Ohne getroffen zu werden. Einfach stur, stumpf drauf losballern. Müsst die Dinger sagen. Okay, du bist der Boss. Die Chefin. The Master of the Universe. Okay. Und ihr, wenn ihr genau hinguckt, dann seht ihr, dass wir gerade auf einer riesigen Eisfläche umherlaufen. Oh mein Gott. Wow, auf episch bin ich gerade drüber gesprungen. So, und jetzt habe ich gerade irgendwie so die Idee. Könnt ihr einfach abhauen, wenn ich das schaffe rechtzeitig. Ich wette nicht. Oh Gott! Oh, das ist nett von dir. Dankeschön. Ich wollte eigentlich jetzt mit einem Morphball da rein. So kann man das nämlich auch machen. Aber gut, dann
scheine ich nett genug zu sein, dass das Vieh mir einen Gefallen tun möchte und mir einfach sagt, ich mach dir die Tür auf, Samus, kein Ding, bleib einfach da, wo du bist, es wird dir nichts getan. Wir sind schon in dem Raum, ja, und demnächst haben wir ja gleich wieder einen Checkpoint. Gehen wir da mal die kleinen Assis wegräumen. Oh yeah. Und Wandsprung, geil, episch. Einfach zu episch. So, und ihr? Euch zum Teufel? Ja, hi. Geht einfach weg. Dankeschön. Thanks. Ein paar Missiles und schon ist der stärkste Gegner drauf. Danke, dass ihr mir zeigt, was ich tun muss. Als ob ich das nicht auch so gewusst hätte. Hä? Ja, ich kann da jetzt nämlich oben, nachdem ich den Gegner bravourös verfehle, kann ich da oben nämlich mit Missiles gegenballern, wenn Samus es für nötig hält, auch mal das richtige Ding anzuvisieren. Ich dachte jetzt eigentlich genau an das hier oben nämlich. Dann komme ich nämlich auch darüber. Was zum Teufel? Was bist du denn für einer? Spielen wir jetzt hier Dingens, wie heißt es? Ja, komm schon. Hier Zelda, Gennendorf und so. Weißt du Bescheid, der immer meistens so zu besiegen ist, dass man seinen eigenen Schuss auf ihn zurücklenken muss in einem epischen Tischtennis, Swatch. Squash, das war das. So ähnlich. Du Asozialer. Hier uns einfach darunter tritt. Und wir uns jetzt wieder mit megamäßiger Geschwindigkeit nach oben kämpfen müssen. Ich bin so unglaublich fast. So, Runde 2. Wie, der ist schon weiter hinten? Ja, der haut schon ab, der hat schon weiche Knie vor Ehrfurcht und macht uns, ebnet uns den Weg. Ja, das ist ja freundlich. Dann müssen wir das nicht mehr tun. Wie bist du überhaupt darüber gekommen? Kannst du fliegen oder was? Was ist das, Mann? Naja. Das war toll. Ich wette, ich habe noch so ein Ding übersehen, was ich kaputt schießen muss. Lass mich raten. Let me guess. Habe ich. Natürlich habe ich das. Was auch sonst. Wäre irgendwie der angenehmere Weg, wenn ich es nicht getan hätte. Ne? Und wer will es schon angenehm machen? Keiner freiwillig auf jeden Fall. Oh mein Gott. Mann, ey, ich weiche aus, aber die schlimmste Stelle im Spiel habe ich leider noch nicht überstanden. Und ja, vor dieser Stelle habe ich jetzt schon Angst. Kumpel, hörst du... Pass auf, ich habe eine geile Idee. Du lässt mich jetzt mal kurz ausruhen. Rückzug! Danke. Das war nett von dir, dass du das, wow, zulässt. Und ich habe gerade Schwein gehabt. Wenn er das vorher gemacht hätte, wäre ich echt schlimm gewesen. Okay, du hast mir eine Chance gelassen, aber jetzt musst du nicht gleich ausrasten, Kumpel. Oh, was ist denn los mit dem? Hör mal auf, alles mal wegzutreten, was ich mache. Los, lass auf dich draufspringen. Ah, da, lass lieber auch einfach mal. So, geht das jetzt, möchte ich wissen. Ja, tatsächlich, das wusste ich noch gar nicht. Schön, man lernt nie aus. Lass mich auf dich draufspringen, oder auch nicht. Wow, epische Attacken hier. Ach, endlich. Aber dahinter ist ein Aufladeding. Warum habe ich meine Missiles jetzt aufgefrischt? Nur um ein bisschen Videozeit zu verbrezeln, genau. So, meine Herren. Ist ja nicht so, als wären die Gegner hier irgendwie erwünscht oder so. Die kommen ja einfach, weil sie es glauben. Wie, wieder zurückrennen? Das kapiere ich nicht. Ja, ja. Einmal im Kreis nett. Dauert nicht so lange, wie der Weg gerade aussah. Keine Sorge, liebe Leute. Oh Mann, ey, das wäre so schön. Creature's corpse showed signs of what looked like Metroid predation, making my mind race. Metroids? Here? Impossible. Metroids can't tolerate cold temperatures. They couldn't survive in this environment. Besides, they're extinct.
baby was the last of its kind. Ei, ei, ei. Was geht denn hier ab? Metroid-Angriffe? In eisigen Temperaturen? Jeder, der Metroid kennt, weiß, dass das total unrealistisch ist, da, wie sie gerade gesagt hat, Metroids keine kalten Temperaturen aushalten. Aber warum weist diese Kreatur dann Spuren hin? Ich würde sagen, all diese Fragen werden sich klären in einem der nächsten Parts. Denn jetzt ist hier erstmal Schluss für heute. Bis dann, ciao.